Hallo und herzlich willkommen bei Umaris TV. Mein Name ist Dominik Windmüller und heute präsentiere ich euch etwas ganz Besonderes aus dem 4,5 mm Bereich und zwar die offizielle Lizenzversion der Glock 19 in der CO2 Non-Blowback Variante im Kaliber 177 BB. Viel Spaß! Die Glock 19 ist die kompakte Variante der erfolgreichen Glock 17. Das Griffstück besteht aus einem schlagfesten Kunststoffpolymer, während der Schlitten selbstredend aus Metall besteht. Die Länge der Waffe ist bei 186 mm angesiedelt, die Höhe sind 127 mm und mit 717 Gramm haben wir eine schöne schwere Waffe in der Hand, die den User direkt zum Blinken einlädt. Für den Nutzer interessant ist natürlich noch die Länge des Innenlaufs. Diese liegt bei 108 mm und ermöglicht ein schönes Trefferbild. Die Energie der Waffe ist bei knapp 3 Joule angesiedelt und mit einer CO2-Kapsel könnt ihr bis zu 8 Magazine verschießen. Das 16-schüssige Magazin weist natürlich ebenfalls die Glock-Markings auf und verfügt am Transporter über eine Arretierung, die das Befüllen des Magazins wesentlich einfacher gestaltet. Aber schauen wir uns das Magazin an. Wo kommt die Kapsel hin? Einfache Frage, noch einfachere Lösung. Wir nehmen den Griffrücken einmal ab, klappen den auf der Innenseite befindlichen Imbusschlüssel raus, setzen den hier unten an der Kapselschraube an, schrauben die ein wenig heraus, setzen hier die Kapsel rein, stecken den Schlüssel nochmal rein, drehen es zu, ziehen die Kapsel an, Griffrücken wieder zu, Magazin in die Waffe, fertig. Einfacher geht's nicht. Auf dem Schlitten finden wir selbstverständlich alle Originalmarkings sowie auf der Unterseite auf dieser kleinen Metallplatte eine fortlaufende Seriennummer. Hier sind auch Kaliberangaben und das F im Fünfeck untergebracht. Auf dem Griffstück selbst finden wir natürlich ebenfalls nochmal eingelassen das Glock-Logo. Der Schlittenfanghebel und die Schlittensicherung sind hier originalgetreu nachempfunden, jedoch ohne Funktion, da es sich hier, wie bereits erwähnt, um eine Non-Blowback-Waffe handelt. Genug gequatscht, ich denke, auf Worte sollten immer Taten folgen, deswegen gehen wir jetzt erstmal auf den Schießstand und checken aus, was die Kleine so drauf hat. Bis gleich. So, auf dem Schießstand angekommen, wie immer wichtig, die Schutzbrille, Magazin rein und auf geht's. Ja, sehr spaßig. Wie ihr eben gesehen habt, kommt der Spaßfaktor bei der kleinen Plinking-Maschine natürlich nicht zu kurz. Diese könnt ihr ab sofort bei eurem Händler vorbestellen. Ich gehe jetzt nochmal auf den Schießstand, ein paar CO2-Kapseln entlüften, bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, würde mich natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und das Video weiterverbreitet. Wir sind dann erstmal raus. Bis dahin, euer Umarex TV-Team.